Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Naval Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute geht es einfach mal um die Basics, weil viele Leute das eine oder andere dann doch nicht so wirklich verstehen. Wie mache ich eigentlich was mit den Booten und den Schiffen? Haben mir einige Leute gesagt, ich verstehe das noch nicht so ganz. Vor allen Dingen hier, wie ich das mit dem Feuern hinbekomme und all diese ganzen Sachen. Auf dem Testgelände ist es jetzt nicht ganz so leicht, euch das eine oder andere zu erklären oder zu zeigen. Aber ich versuche es trotzdem mal. Fangen wir erstmal mit dem Punkt an, dass hier in einer Tour die Schiffe von ganz alleine anfangen, durch die Gegend zu ballern. Dieses von ganz alleine durch die Gegend ballern ist übrigens abhängig von dem Schiff, das ihr fahrt. Das macht nicht jedes Schiff. Wenn wir zum Beispiel ein Schiff haben, das nur eine einzige Sorte Kanonen, MGs oder sonst irgendwie was an Bord hat, dann steuert ihr genau diese eine Sorte. Und alles andere, was nicht da ist, kann auch nicht gesteuert werden, auch nicht von NPCs. Also ballern diese Schiffe nicht lustig durch die Gegend. Interessanter wird das eben bei Schiffen, die unterschiedliche Geschütze an Bord haben. Angefangen von ihren Hauptgeschützen, die wir jetzt hier auch vorn und hinten einmal haben, über die Flakgeschütze bis hin zu allen möglichen anderen Waffen, die diese Boote mit sich führen, kann es sein, dass die NPCs von ganz alleine lustig durch die Gegend ballern. Hier bei ihm jetzt hier wäre es zum Beispiel die komplette Flak, die hier lustigerweise mal eben so durch die Gegend schießt. Jetzt kann man das ausschalten. Trotz alledem, weil es eben ein Tutorial ist, muss ich an dieser Stelle hinweisen, ausschalten ist, auch wenn es nervt, vielleicht nicht die beste Idee. Und ich sage euch auch warum. Denn die Jungs haben ihre Augen und Ohren offensichtlich überall. Das heißt, selbst wenn da irgendwo ein Boot hinter der Insel gerade ist, das ihr gar nicht seht als Spieler, kann es sein, dass eure NPCs trotzdem versuchen, das Ding wegzuschießen. Oder wenn ihr euch in der Fernglasansicht befindet, um eben Ziele auf größerer Distanz mit euren Hauptkanonen zu beschießen, dann kann es ein Indiz dafür sein, wenn eure Kumpels anfangen rumzuballern, dass sich da irgendwas eurem Schiff nähert, ne, irgendein Boot, das womöglich gleich Torpedos ausklingt, weil die Flakschützen gerade wie bescheuert auf diese Boote schießen. Dann sollte man aus dem Fernglas rausgehen und gucken. Das heißt, wenn wir diese Funktion ausschalten, spielen wir mit einem Nachteil. Ich persönlich bin zwar nach wie vor der Meinung, dass diese Funktion, dass diese Hampelmänner hier alleine durch die Gegend schießen, im RB zumindest gar nichts zu suchen hat. Aber es ist nun mal so und deswegen hier der Hinweis, wenn ihr es ausschaltet, dann fehlt euch tatsächlich Hilfe. Wie schalten wir es ein oder aus? Guckt bitte einmal bei euch in der Steuerung, ob dafür eine Taste belegt ist. Ich zeige euch das jetzt einmal bei mir in der Steuerung. Ihr seht das hier, wir sind direkt bei den Schiffen, Navigation, Bewegung, Bewaffnung, sonstiges. Bewegung, wenn wir jetzt hier runter gehen, sehen wir hier unten Schützen, Ziele, umschalten. Hört sich ein bisschen doof an, aber genau das ist damit gemeint. Das ist bei mir die Taste E. Und jetzt achtet mal bitte hier unten auf den Bereich des Bildschirms unten links, wo das Schiff einmal von oben zu sehen ist, damit man dann sehen kann, welche Module gerade kaputt sind, ob wir brennen, ob der Propeller kaputt ist oder wie viel Besatzung wir noch haben. Wir haben hier 93% Besatzung, da erkläre ich euch gleich auch noch was dazu. Ihr seht das jetzt, da ist über dem Besatzungszeichen mit den 93% so ein angedeutetes Fadenkreuz mit einem Parkverbotsschild, das da drüber gelegt ist. Genau das ist das Zeichen, das wir verändern müssen. Wenn ich jetzt einmal E drücke, seht ihr das? Jetzt dürfen meine NPCs, und sie machen es auch sofort, auf Boote und Flugzeuge schießen. Wenn ich nochmal drücke, dürfen sie nur und ausschließlich auf Flugzeuge schießen und nicht auf Boote. Und wenn ich es jetzt nochmal drücke, nur auf Boote. Und wenn ich es nochmal drücke, dann nur, wenn ich persönlich das Feuer übernehme. Und das Feuer persönlich übernehmen kann ich auch. Das heißt, auch ich kann die Flakgeschütze bedienen. Und auch dafür zeige ich euch einmal, wo ihr in der Steuerung gucken müsst. Wir gehen also nochmal zurück in die Steuerungseinstellung. Ihr müsst halt immer überprüfen, ob das bei euch auch eingestellt ist. Manchmal hat man da gerade keinen Eintrag. Dann sollte man das nachholen. So, und ihr seht das jetzt hier, können wir wieder gucken, da, Bewaffnung, das ist der Punkt. Und hier ist die Bewaffnung, Primärbewaffnung auswählen, Alt und 1, das sind meine Hauptgeschütze, Sekundärbewaffnung, Alt und 2, Flugabwehrbewaffnung auswählen, Alt und 3. So, jetzt drücke ich mal Alt und 3. Und schon seht ihr das, die kleinen Kreise, die verändern sich. Und wenn ich jetzt schießen möchte, dann schieße ich tatsächlich mit den entsprechenden Flakgeschützen und nicht mehr mit den Hauptgeschützen. Die Hauptgeschütze würden jetzt tatsächlich durch die NPCs bedient werden.
Aber ich kann euch nur sagen, die schießen so scheiße, lasst das lieber. Das können wir jetzt eben mit allen Geschützen machen. Ich gucke mal, ob wir auf Alt F2 hier auch was haben. Ne, Alt 2, Entschuldigung. Ja. Tatsächlich, da habe ich auch eine Kanone für. Wer hätte das gedacht? Was machen die? Oh ja, das sind die etwas schwereren Flak-Abwehrkanonen. Und wenn wir auf Alt 1 gehen, dann haben wir natürlich wieder unsere Hauptgeschütze. So, und hier verändern sich jetzt auch wieder die kleinen weißen Kreise. Ihr seht das hier. So. Und jetzt kann ich mit meinen Hauptgeschützen wieder schießen. Alle zusammen kann ich nicht verwenden. Wäre ja auch ganz schön, wenn man hier so einen Feuervorhang auf ein feindliches Schiff legen könnte. Das ist aktuell nicht möglich. Das heißt, so bedienen wir jetzt erstmal unsere Waffenanlage. Unabhängig voneinander können wir tatsächlich alle Geschütze für uns selbst ganz individuell benutzen, was durchaus auch einen Vorteil haben kann. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben an vielen Booten natürlich auch die Möglichkeit oder mit vielen Booten die Möglichkeit, Torpedos abzuschießen. Und jetzt gehe ich da hinten mal auf dieses Boot, was da hinten herfährt. Das markiere ich mit der mittleren Maustaste. Jetzt seht ihr das, das ist PT6, das da hinten herfährt, von rechts nach links ins Bild. Und jetzt könnte ich einfach so aus dem Handgelenk meine Torpedos abfeuern, indem ich die Leertaste drücke und dann flutschen die hier aus den Torpedorohren raus. Ihr könnt das hier oben von oben auf dem Schiff sehen. Hier ist einmal so eine Röhre, die nach links leicht rausguckt und eine Röhre, die nach rechts rausguckt. Und genauso würden die Torpedos auch V-förmig von meinem Schiff wegschwimmen. Die verändern auch nicht die Richtung oder sonst was. Dementsprechend, wenn ich also tatsächlich einen Feind direkt vor mir habe, der womöglich auch nicht nach links oder rechts fährt, und ich dann meine Torpedos ausklinke, ist die Wahrscheinlichkeit gleich null, dass ich meinen Feind mit diesen Torpedos treffen werde, weil sie eben V-förmig von meinem Schiff wegschwimmen. So, warum habe ich jetzt den Kollegen da hinten markiert? Könnt ihr auch hier nochmal sehen, mit der Klammer, die drumherum ist. Ich habe das mit der mittleren Maustaste gemacht. Wir haben jetzt die Möglichkeit, über die Taste Q, müsst ihr auch kontrollieren, ob ihr das so eingestellt habt, sonst ist es vielleicht eine andere Taste, ein Torpedorohr auszuwählen. Ihr seht das, das Grüne hier ist die Laufbahn des Torpedos, der aus dem linken Rohr verschossen wird. Und jetzt seht ihr, hier ist so ein grauer Balken, der sich in einer Tour bewegt. Plopp. Jetzt klickt er dann noch darüber. Das ist der Vorhaltepunkt, den wir wählen müssen. So, da dieses Schiff hier vorne Schlangenlinien fährt, weil der Kapitän besoffen ist, ändert sich hier auch permanent der Vorhaltepunkt. Wenn wir ein Schiff haben, das ganz stur von links nach rechts fährt, dann wird uns ein ganz genau definierter Vorhaltepunkt angezeigt. Und dann müssten wir versuchen, die grüne Linie, die wir jetzt hier links neben unserem Schiff haben, auf die graue Linie zu bringen und dann unseren Torpedo abfeuern. Und wenn dann das feindliche Schiff oder das feindliche Boot nach wie vor nicht die Geschwindigkeit verändert oder die Richtung verändert, dann wird der Torpedo genau dieser Spur folgen und am Ende tatsächlich dann auch dieses Schiff treffen und versenken. So funktioniert das. Damit können wir übrigens alle Torpedorohre einzeln ansteuern. Das heißt, wenn ich nochmal die Taste Q drücke, habe ich jetzt das rechte Torpedorohr ausgewählt. Wir sehen auch hier mit grün die tatsächliche Laufbahn und mit grau die Laufbahn, die wir im Grunde genommen wählen müssten, um unser Torpedo-Schnellboot, was da hinten immer noch wie besoffen durch die Gegend fährt, abschießen zu können. Dass das tatsächlich auch ganz wunderbar funktioniert, zeige ich euch jetzt mal am Beispiel der Schiffe, die wir hier vor uns haben. Dafür muss ich einmal meinen Pott hier zum Fahren bringen. So, jetzt habe ich da hinten den Cargo-Transporter anvisiert und ihr seht das, grau ist drauf, weil der bewegt sich nicht. Grau verändert sich also nicht. Und jetzt bringen wir grün deckungsgleich auf grau. Dafür drehe ich nochmal mein Schiff ein bisschen rüber. Wenn ich jetzt die Leertaste drücke, dann wird genau nur dieser eine Torpedo, den ich ausgewählt habe, losgeschickt, um dort hinten das Cargo-Ship zu versenken. Das Cargo-Ship bewegt sich nicht, das heißt, die Trefferwahrscheinlichkeit liegt bei 100%. So, jetzt sind wir hier in voller Fahrt und auch das kennt ihr, wir möchten gerne anhalten. Viele machen das dann ja über die S-Taste, das heißt, hier die Motorregelung wird einmal komplett runtergemacht und dann noch auf den Rückwärtsgang umgeschaltet und am Ende halten wir nicht nur an, sondern wir fangen wieder an, in die entgegengesetzte Richtung zu fahren. Auch dafür müssen wir jetzt nicht unbedingt mit W und S ständig hin und her tippen und uns darauf konzentrieren, ob wir jetzt gerade auf Stopp sind oder sonst irgendwie was. Wir können auch Stopp eingeben. Das machen wir mit der Taste B wie Break. So,
So, und ihr seht das, jetzt haut er hier volle Kanne zurück rein. Wir sparen dadurch ein paar Sekunden, weil wir die einzelnen Geschwindigkeitsstufen nicht erst durchschalten müssen. Unser Schiff fängt an zu bremsen. Ihr seht das an der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit geht runter. Und sobald wir auf Null sind, bumm, steht das Schiff. Da müssen wir nicht wieder gegenregulieren, von volle Kanne zurück auf Null oder sonst irgendwie was, sondern das Schiff steht. Und dadurch kommt es tatsächlich um einiges schneller zum Stehen. So, jetzt warten wir da hinten auf den Einschlag des Torpedos. Das kann noch ein paar Sekunden dauern. Auch hier müsst ihr einfach mal gucken, wie nah ihr ran müsst, damit ihr tatsächlich Ergebnisse erzielt. Wir haben weitere Bewaffnungen, die ich euch jetzt gleich, nachdem der Torpedo da hinten hoffentlich eingeschlagen hat, auch nochmal anhand eines anderen Bootes zeigen möchte. Wir warten trotzdem mal eben auf den Einschlag des Torpedos. Da ist aber ganz schön lange unterwegs, der Torpedo. So, das war der Einschlag. Ich hatte hier extra einen kleinen Schnitt gemacht, weil der Torpedo schon ein bisschen länger unterwegs gewesen ist. Und ihr seht, dass dieser Torpedo hat auch tatsächlich nicht sofort das Schiff versenkt. Deswegen habe ich mir überlegt, wir nutzen die Gunst der Stunde, obwohl der wird ja, glaube ich, hinten sinken, weil er Wassereinbruch hat und sich selbst nicht repariert. Wir nutzen nochmal kurz die Gunst der Stunde, um bei diesem Schiff über die Munition zu reden. Wir haben hier unten zwei unterschiedliche Geschosstypen, wie ihr sehen könnt. Einmal die Splittermunition, die hier quasi geladen ist. Und der kleine Nupsi oben auf dem Geschosskopf zeigt uns, dass der Zünder oben an der Spitze des Geschosses ist. Das heißt, wenn wir dieses Geschoss auswählen und dort hinten auf unseren Gegner schießen, treffe ich den so? Na, ist auch egal. Dann explodiert das Geschoss, sobald es das feindliche Schiff trifft. Das bedeutet, wir können oben Decksaufbauten zerstören. Wir können das Personal, das da theoretisch rumläuft, irgendwo töten. Aber wir werden nicht im Innern des Schiffes großartig Zerstörung anrichten. Und wir werden dadurch auch nicht das Schiff zum Sinken bringen. Dafür müssten wir auf den zweiten Geschosstyp umschalten. Das machen wir jetzt hier mal. Und ich gehe in die Fernglasansicht, mit der zielt man nämlich. So, jetzt habe ich hier auch mal gezielt. Und jetzt schießen wir nochmal unsere Granate. Sie fliegt auch rüber zum Feind und sollte jetzt eigentlich auch treffen, weil der sich da hinten nicht bewegt. Das müssen wir noch üben. So, jetzt haben wir die normale AP-Munition mit Füller. Und bei der läuft das ein klein wenig anders. Und zwar läuft das da folgendermaßen. Die würde jetzt nicht oben auf dem Deck explodieren, so wie die Splittergranate, sondern die würde hier im Steilfeuer, da macht es jetzt gerade auch, im Steilfeuer die Decksaufbauten durchschlagen, soweit das möglich ist, und würde dann im Inneren des Schiffes explodieren. Und ihr seht das jetzt auch hier, die Zerstörung oben im Schadensmodell, seht ihr, die ist mehr in dem Schiff, das heißt also, das Geschoss durchdringt tatsächlich die Decksaufbauten, fliegt rein und explodiert dann da. Hier gucken wir uns das auch nochmal an. Auch da könnt ihr das sehen. Bis runter in den Bereich der Tanks hat es ein bisschen Schaden gemacht. Wenn wir jetzt mit unserem Schiff näher dran sind, hätten wir quasi im Direktbeschuss die Möglichkeit, auch unterhalb der Wasserlinie Löcher in das feindliche Schiff zu schießen, sodass er zum Beispiel in einer Tour quasi permanent am Sinken ist und da was gegen machen muss. Ihr seht das hier. Wir durchschlagen die Panzerung mit unseren Geschossen. Jetzt schalte ich nochmal zurück auf die 1. Einmal müssen wir noch schießen. So, und jetzt kommt die 1. Das Geschoss, das jetzt losfliegt, ist die 1. Und hier könnt ihr das sehen, wir treffen oben auf dem Deck auf. Das seht ihr auch an den Explosionen hinten am Schiff. Das Geschoss dringt nicht so tief im feindlichen Schiff ein. Und die Art und Weise des Schadens, den wir machen, ist anders. Wir haben jetzt öfters mal überlegt, wann welche Munition am meisten Sinn macht. Ich bin mir nach wie vor nicht zu 100% sicher, welche Munition hier wirklich die effektivste ist. Meine persönliche Meinung ist nach wie vor, wenn man versucht, nur die Crew runterzuballern vom Feindschiff. Machen das jetzt hier nochmal. Dann achtet mal oben auf das Schadensmodell. Noch 77% Crew. Ist das hier mit den Splittergranaten auf Distanz effektiver? Wenn wir näher an dem Feindschiff heran sind
oder eben gezielt zum Beispiel den Munitionsbunker oder sowas treffen möchten, dann machen die AP-Granaten mit Filler mehr Sinn. Ich bin mir da aber nach wie vor nicht zu 100% sicher. Deswegen diese Empfehlung, die ich jetzt hier gerade ausgesprochen habe, bitte nur mit äußerster Vorsicht anwenden und am besten selbst da irgendwelche Erfahrungen zu dem Thema sammeln. So, ich hatte es eben gesagt, wir gucken uns jetzt nochmal ein anderes Schiff an, damit ich euch noch den Rest erklären kann. Wir sehen uns nach einem kurzen Schnitt wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt sind wir auf einem Boot und nicht mehr auf einem Zerstörer. Und ihr seht das, ich habe hier auch nur noch zwei Waffentürme drauf. Das heißt, ich muss mich jetzt hier gar nicht damit beschäftigen, meinen NPCs zu sagen, sie sollen dies, sie sollen das, sie sollen jenes. Ich habe nur diesen einen Typ von Kanonen. Ich musste also nichts ein- oder ausschalten. So, und ich habe vier Torpedos. Und hier zeige ich euch das jetzt auch nochmal. Wir visieren da hinten den Zerstörer an. So, ihr seht das. Ich habe da hinten ein feststehendes Ziel. Die graue Linie bleibt auf. Ich muss jetzt nur für einen Torpedo die ganze Sache hier auf Deckung bringen. Und könnte jetzt diesen einen Torpedo abfeuern und würde dann da hinten höchstwahrscheinlich den Zerstörer treffen. Jetzt habe ich das hier mit der rechten Seite gemacht. Jetzt habe ich das mit dem linken Torpedo hinten gemacht. Und jetzt habe ich das mit dem rechten Torpedo hinten gemacht. Jetzt gucken wir uns das Ganze hier nochmal mit diesem Boot an. Und da seht ihr das, der Vorhaltepunkt läge da vorne, wo die Insel ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jetzt mein Torpedo hinschicke, wo der so dicht vor mir ist, ist natürlich Quatsch. Hier würden wir jetzt natürlich mit unserem BKs versuchen, den Gegner zu versenken. Das heißt also, man muss immer gucken, haben wir da hinten ein Ziel, das in einer Tour wie wild durch die Gegend fährt, oder haben wir ein Ziel, das sich gleichmäßiger Geschwindigkeit in eine bestimmte Richtung bewegt, dann haben wir eine sehr, sehr hohe Chance, dass wir auch auf sehr, sehr große Entfernung mit unseren Torpedos dementsprechend dieses Schiff versenken. So, jetzt sehen wir hier nochmal Flugzeuge. Auch die kann ich mit den BKs des Bootes bekämpfen. Aber den entsprechenden Vorhaltepunkt muss ich jetzt hier schon ermitteln. Das heißt also nicht ganz so leicht wie mit den Torpedos. Warum ist das eigentlich so? Und ihr könnt jetzt auch hier sehen, dieser weiße Kreis, den ich da habe, der bekommt so eine kleine Einfärbung. So, und jetzt ballere ich mal in eins durch, damit ihr seht, was diese Einfärbung an dem weißen Kreis für Folgen hat. Komm, 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 komm. Das dauert ja ewig. Mal gucken, vielleicht mache ich da auch noch einen Cut rein, damit das nicht so langweilig für euch wird. Oder wir schießen hier auf das Boot, dann haben wir wenigstens was zu tun. So. Und ihr seht das, wenn ihr das jetzt verfolgt, der Kreis, der wird immer röter. Rot ist das, glaube ich, ne? Von dem unteren Kreis. Und jetzt ist gleich das komplette Weiß weg. So, und ab jetzt ist unsere Kanone an einem Punkt, wo sie nicht mehr funktioniert. Das zögert sich hin und wieder raus. Die wird nämlich immer heißer, 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 heißer. Und das kann für Ladehemmungen sorgen. Das kann dafür sorgen, dass die Kanone überhaupt nicht mehr funktioniert. Und das kann dafür sorgen, dass ihr die Kanone reparieren müsst. Wir gehen jetzt noch mal einmal zurück in den Hangar. Und dann zeige ich euch den letzten Punkt, der in meinen Augen wichtig ist. Beziehungsweise, ich glaube, das mit dem eigentlichen Zielen habe ich, glaube ich, noch nicht so richtig erklärt. Ne? Das machen wir, glaube ich, auch noch mal eben. Wir machen mal eben einen Break hier. Wenn wir ganz normal auf große Distanz mit unseren Kanonen Schiffe bekämpfen wollen, dann funktioniert das relativ schlecht, indem wir hier in der Third Person einfach mal ballern. Man kann da mit ein bisschen Übung auch lernen, Ziele zu treffen. Ihr seht das hier. Ist tatsächlich so. Aber wir möchten jetzt so arbeiten. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir müssen zum einen erstmal erkunden, wie groß ist die Entfernung zu dem feindlichen Zerstörer überhaupt. Wir haben so eine Art Messsystem hier bei uns im Spiel. Ich gehe
auf dieses feindliche Schiff und lege meine Klemmerchen drumherum mit der mittleren Maustaste. Und jetzt seht ihr das, da steht der Text Ziel erfasst. Wenn ich nochmal drücke, aktualisiere Zieldistanz. Ja, könnt ihr es sehen, ich drücke immer wieder die mittlere Maustaste. Das bedeutet, wenn sich zwei Schiffe aufeinander zubewegen oder voneinander wegbewegen, verändert sich ja permanent die Distanz zwischen beiden Schiffen. Dementsprechend muss ich die Kanonen korrigieren in ihrer Schussentfernung. Auf besonders große Distanz geht ihr hin, nimmt so ein Ziel, messt das, schießt. Dann messt ihr wieder und schießt wieder, damit jedes Mal dadurch, dass eben immer mehr Meter zwischen euch quasi vorhanden sind oder immer weniger Meter zwischen euch vorhanden sind, weil ihr aufeinander zufahrt, weil ihr die Kanonen anders ausrichten müsst. Das heißt, nach jeder Salve einmal ganz kurz messen und dann anhand der Tracer verfolgen, wo die Geschosse einschlagen. Das kann euch auch helfen, irgendwo so ein bisschen tiefer zu zielen. Und das Schiff an einer anderen Stelle zu treffen. Damit könnt ihr korrigieren. Wenn ihr dann genug geübt habt, habt ihr irgendwann auch die Möglichkeit, gezielt damit auf die Munitionsbunker dieser Schiffe zu schießen. Und das ist übrigens auch noch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja jetzt hier eine gemessene Distanz von 1975 Meter. Und ich könnte jetzt mit dem Mausrad diese gemessene Distanz manuell auch nochmal verändern, indem ich mein Mausrad drehe. Ihr seht das. 1930, 1910, das ist die untere Zahl, die ich da gerade verändere, Schussentfernung mit Korrektur. Und dadurch schaffe ich es, dass meine Kanonen dann tiefer schießen. Das heißt, ich kann jetzt hier gezielt, obwohl ich die Entfernung ermittelt habe, anfangen zum Beispiel auf den Rumpf zu schießen, weil ich eben da unten den unten liegenden Munitionsbunker treffen möchte. Das heißt, wir machen eine Entfernungsmessung. Wir haben eine Entfernung ermittelt. Wir möchten jetzt nicht Mitte Decksaufbauten treffen, sondern wir möchten irgendwo unten in Höhe der Wasserlinie treffen. Dann müssen wir manuell ein bisschen verändern und dann schießen wir und dann fliegen unsere Geschosse dementsprechend auch anders Richtung Feind. Das Ganze müssen wir dann noch kombinieren, wenn sich ein Fahrzeug in Fahrt befindet und wir uns auch. Dann müssen wir nämlich einen Vorhaltepunkt ermitteln. Das macht man am besten auch so, indem man die Distanz ermittelt, dann ungefähr abschätzt, wie weit man vorhalten muss. Dann eröffnet man das Feuer, guckt, wo die Tracer hingehen, ob die Geschosse vor dem feindlichen Schiff im Wasser landen oder hinter dem feindlichen Schiff im Wasser landen. Und dann verändert ihr einfach hier den Vorhaltepunkt, bis das passt. Und wenn das passt, dann müsst ihr nur noch die Entfernung korrigieren, indem ihr zwischendurch das Ziel aktualisiert und weiterballern. Und dann wird jede Salve das feindliche Schiff treffen, selbst wenn es sich über die Karte bewegt. Solange es seinen Kurs und seine Geschwindigkeit nicht ändert, werdet ihr mit diesem ermittelten Vorhaltepunkt den Gegner treffen. Und das Schöne ist, die Kamera schwenkt automatisch mit diesem Vorhaltepunkt mit. Das müsst ihr nicht mal irgendwie von Hand die ganze Zeit diesen Abstand manuell mitführen, sondern tatsächlich das Spiel hält dann diesen Abstand für euch so fest, bis ihr das manuell verändert. So, und jetzt gehen wir zurück in den Hangar. So, und der letzte Punkt in diesem Tutorial ist nochmal ganz kurz die Crew. Wir gehen hier unten mal eben auf die Jaguar und auf Besatzung. Und dann seht ihr das hier, haben wir auch wieder haufenweise unterschiedliche Balken, die wir füllen können. Beobachter, Maschinenraum, Kanoniere, Schadensbegrenzung, Wartung und Logistik und dann natürlich die Qualifikation. Wir fangen mit den Qualifikationen an, denn das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wer eben darauf aufgepasst hat, hat gesehen, dass auf unserem kleinen Zerstörer, dem Typ M1943, mit dem ich da auf dem Testgelände gewesen bin, ich hatte nur 93% Crew. Wenn wir jetzt den M1943 auf Experte anheben, haben wir nicht mehr 93% Crew. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, welche Zahl es ist. Es ist entweder 96 oder 97% Crew haben wir dann, wenn wir auf Experte angehoben haben. Und wenn wir auf Ace anheben, haben wir 100% Crew. Das heißt, wir haben tatsächlich mehr Soldaten an Bord unseres Schiffes. Kein Scherz. Dementsprechend halten wir länger durch, wenn es um das Thema Crew runterschießen geht. Man kann natürlich Schiffe auch zerstören, indem man den Munitionsbunker trifft, aber wir halten länger durch. Das heißt, wenn ihr wirklich Schiffe habt, mit denen ihr gerne spielt, mit denen ihr viel spielt, solltet ihr darüber nachdenken, ob ihr eventuell die Besatzung auf Experte anhebt. Das Ace kommt irgendwann von ganz alleine. Kann man natürlich auch beschleunigen mit Golden Eagles. So, wir gehen jetzt einmal zu dem Schiffskommandanten. Und auch hier haben wir jetzt wieder diese Dinge, die wir aus den Flugzeugen und aus den Panzern kennen. Wenn wir über den Namen des Wortes gehen, das wir erklärt haben möchten, dann öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Und dann könnt ihr jetzt hier sehen, Funkkommunikation, 5% kommen dazu. Mindestbesatzung, 5% kommen dazu. Flugzeugentdeckungsreichweite, 5% kommen dazu. Das heißt also, wenn wir den Kommandanten komplett durchskillen, bekommen wir 5% von allem dazu.
zu. 1, 2, 3, 4, 5 kleine grüne Balken haben wir hier. Das heißt, jeder kleine grüne Balken bringt uns 1%. Das ist mit einer der wichtigsten Skills überhaupt, denn wenn wir von allem 5% mehr bekommen, wir pushen hiermit quasi alles andere, was hier ansonsten geskillt wird. Hier können wir uns direkt schon überall 1% draufpacken, nur weil wir die Führungsqualität unseres Schiffskommandanten verändern. Die Crew-Austauschbarkeit. Hier wird definiert, wie groß der Teil der Crew ist, die austauschbar ist auf eurem Schiff. Und zwar haben wir einmal eine Mindestbesatzung und diese Mindestbesatzung, die kann ich eben verändern. Hier ist die Mindestbesatzung 26 Mann und dadurch, dass ich das alles jetzt geskillt habe, nein, die Mindestbesatzung ist 24 Mann, dadurch, dass ich das alles geskillt habe, ist meine Mindestbesatzung 26 stark und ich könnte das auf die Spitze treiben, indem ich auf 28 Besatzungsmitglieder komme, indem ich hier, ihr könnt das sehen, auf Experte zum Beispiel hochskille. Das heißt also, auch hier wird die Zerstörbarkeit meines Schiffes so ein bisschen erschwert, dadurch, dass die Crew, die getötet werden muss, einfach zahlenmäßig mehr vorhanden ist. Das heißt, da müssen mehr Leute tatsächlich getötet werden. Funkreichweite, das sind all diese ganzen Sachen, die ihr auch von den Panzern kennt. Da müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Das hier ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Bereich der Skills, Luftzielentdeckungsreichweite, wenn ihr euch tatsächlich auf eure NPCs verlasst, die dann irgendwo schießen sollen. Hier gucken die Jungs, ne, wo sind Flugzeuge und in einer Entfernung von 8,75 Kilometern können die quasi das Feindflugzeug schon erkennen und dementsprechend irgendwann auch anfangen zu bekämpfen. Die Basis liegt hier bei 7,5 Kilometern und wenn man es auf die Spitze treibt, dann kommen wir auf bis zu 10 Kilometern. Auch interessant, Bodenzielentdeckungsreichweite, in meinen Augen auch ein nicht unwichtiger Skill. Hier können wir es auch auf die Spitze treiben von 1,5 Kilometern Entfernung. Das heißt, bis das Boot tatsächlich so nah dran ist, um euch die Torpedos direkt in die Seite reinzuknallen, habt ihr es schon dreimal erkannt und auch die NPCs haben angefangen, es zu bekämpfen. Und die Torpedo-Entdeckungsreichweite, ihr wisst das, wenn ihr im Fernglas seid, dann kommt zwischendurch irgendwann die Meldung, hier, hallo, ne, da sind Torpedos, mach mal eben hier mal, kümmere dich mal drum. Hier wird die Torpedo-Entdeckungsreichweite geskillt und das ist in meinen Augen auch ein wichtiger Punkt, weil wir uns sehr, sehr oft im Fernglas befinden und nicht so richtig das Wasser um unser Schiff herum beobachten und wenn dann tatsächlich Torpedos kommen, je eher die entdeckt werden, wir müssen natürlich immer noch hinhören, kommt da was oder kommt da nichts, aber je eher die entdeckt werden, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mal eben auf die Bremse hauen können oder dass wir noch eine Kurve hinbekommen und die Torpedos uns dann nicht mehr treffen. Und auch hier seht ihr, dass die Basis sind knapp 380 Meter und wir können das Skillen auf bis zu 500 Metern Entfernung. Und das macht schon einen enormen Unterschied bei der Geschwindigkeit, die die Torpedos hier haben, ob wir einem Torpedo noch ausweichen können oder eben nicht mehr ausweichen können. Schadensbegrenzung sind auch solche Sachen, da solltet ihr irgendwann dann drüber nachdenken. Bei den Kanonieren würde ich erstmal nach hinten schieben. Schadensbegrenzung ist wieder etwas, was ihr nicht selbst macht. Das macht tatsächlich wieder die NPC-Crew für euch. Und je weniger zum Beispiel hier die Lenzzeiten sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auch nach schweren Treffern nicht sinkt, weil die Crew euer Boot schnell genug wieder leer gepumpt bekommt. Feuerlöschzeit. Je länger ein Feuer brennt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Module beschädigt werden. Das heißt also, es ist wichtig, dass das Feuer schnell eingedämmt wird, damit eben nicht noch mehr Schaden entsteht. Hüllenbruch, Reparaturzeit, genau das Gleiche. Solange Wasser reinströmt, gehen wir immer tiefer ins Wasser, wir werden immer langsamer, immer unbeweglicher. Wir sinken irgendwann, je eher diese Löcher gestopft sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser Schiff überlebt. Und das dann in Kombination mit den Lenzzeiten, das Wasser muss auch wieder raus, sorgt dann am Ende dafür, dass das Schiff dementsprechend viel eher mal einen schweren Treffer aushält, weil man eben schneller wieder repariert und leer pumpt als bei einem Schiff, wo das alles noch nicht geskillt ist. Notfallmanagement ist jetzt so ein Punkt, da kann man dann als letztes drüber nachdenken, müsst ihr euch einfach mal überlegen. Das sind zuerst mal die Skills, die ich euch noch in diesem Tutorial mit an die Hand geben wollte. Die Punkte dafür, für die Boote, die müsst ihr euch nicht zwangsläufig mit den Booten erspielen. Ihr könnt zum Beispiel auch mit Flugzeugen, wenn ihr ansonsten Piloten seid, mit Flugzeugen alle Crew-Skill-Punkte sammeln und sie dann hinterher auf dem Boot vergeben. Man muss das also nicht zwangsläufig mit den Booten machen, die noch gar keine Crew-Skill-Punkte haben, sondern da geht man einfach zum Beispiel hin, nimmt ein Premium-Flugzeug, legt das auf den Slot, fliegt damit ein paar Runden, sammelt dadurch Crew-Punkte, gibt die dann seinem Boot und dementsprechend hat man es dann auch bei den Booten ein bisschen leichter. Das nur so als kleiner Tipp am Rande und zum Ende. Und wirklich der allerletzte Tipp, den möchte ich euch jetzt hier gar nicht unbedingt bildlich zeigen.
Ich beobachte das immer wieder, mit den Booten wird wild aufeinander zugefahren, dann wird wild miteinander geballert und dann irgendwann hat das eine Boot das andere Boot getötet. Man kann mit Booten auch in Deckung gehen. Hinter Inseln mal kurz hervorgucken, schießen, wieder zurück in Deckung. Das ist auch eine Sache, die relativ gut funktioniert. Das nur mal so als kleiner Tipp, dann ist die Überlebenszeit des einen oder anderen Bootes natürlich länger und dementsprechend hat man dann hinterher vielleicht auch ein bisschen mehr Erfolg. Wenn ihr weitere Tutorials zu diesem Thema haben möchtet, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Da gibt es noch einiges, was man besprechen und erklären kann. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Implit.